Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute zu meinem ersten Vlog und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie man einen einfachen und sehr leckeren Tomatensalat machen kann, weil zurzeit ist es ja sehr warm in Deutschland und da kann man kaum was Warmes essen und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch heute mal meinen Lieblingstomatensalat. So, dafür braucht ihr natürlich auch eine Menge Tomaten und ja, hier, ich habe hier mal die Tomaten gekauft, das sind rote, orange und gelbe Tomaten und natürlich brauchen wir auch eine Zwiebel. Eine Zwiebel brauchen wir natürlich, dann brauchen wir noch Balsamico-Essig, entweder den schwarzen oder den weißen, das ist in dem Fall ideal. Ich habe jetzt mal beides. Dann brauchen wir Salz und Pfeffer zum Würzen. Wenn jemand noch ein bisschen was Scharfes reintun will, dann natürlich auch noch Chili, sehr gut. Und Olivenöl braucht man dafür natürlich auch. Was braucht man noch? Kräuter, wenn man will. Aber ich würde sagen, wir schneiden jetzt und waschen erstmal die Tomaten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und hier zeige ich euch jetzt mal die ganzen Zutaten, die wir alle brauchen. Hier Tomaten, Zwiebel, schwarze Balsamico, weiße Balsamico, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Chili. Und die Kräuter, die holen wir dann noch danach. Aber jetzt waschen wir wirklich erstmal die Tomaten. Jetzt haben wir die Tomaten geschnitten. Hier, das sind jetzt die Tomaten, die wir haben. Jetzt müssen wir natürlich noch die Zwiebel schneiden und dann können wir schon das Dressing machen. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Aber die Zwiebel darf natürlich nicht fehlen, also schneiden wir gleich mal weiter. Jetzt haben wir die Zwiebel geschnitten und haben die auch hier reingetan. Jetzt würde ich sagen, tun wir jetzt erstmal noch das Dressing rein und dann tun wir den auch umrühren und schon mal probieren. So, als erstes mal tun wir den schwarzen Balsamico ein bisschen drüber. Tun wir jetzt mal per Gefühl. Dann ein bisschen Olivenöl. Perfekt. Pfeffer und Salz, dann ein bisschen Chili. Perfekt. Dann kommen natürlich die Kräuter rein. Da benutze ich jetzt einfach mal 8 Salatkräuter, die kriegt ihr von Iglo. So. Perfekt. So, das füllen wir das Ganze mal um. So, und dann würde ich sagen, zeige ich euch das Ganze jetzt mal, wie es fertig ausschaut. So schaut es aus. Und wir probieren das jetzt natürlich auch noch. Dafür nehmen wir jetzt mal einen Esslöffel. So, perfekt. Schmeckt sehr lecker. So, jetzt zeige ich es euch nochmal so, schaut es fertig aus. Und wenn ihr gerne öfter solche Videos sehen wollt, wo ich euch zeige, wie man schnell was Leckeres zu essen macht, dann lasst es mich doch gerne mit einer positiven Bewertung wissen.
Und die Zutaten hier poste, schreibe ich euch natürlich in die Kommentare und wie viel. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Servus!